Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir ein wenig mehr über das spannende Thema der Einweihungstraditionen erzählen. Plus, wir werden uns die Frage stellen, warum dieses Thema denn auch für dich in unserer Zeit interessant und relevant sein kann. Wir spüren dabei ein wenig der einen wahren Einweihungstradition nach und wie diese sich im Laufe der Menschheitsgeschichte auf unterschiedliche Art und Weisen und zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Regionen ausgestaltet hat. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann zieh dir unbedingt dieses Video rein. Ich freue mich auf dich, wir sehen uns im Video, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video wird es einmal mehr gehen um das spannende Thema der Einweihungstraditionen. Ich möchte dieses Thema aufgreifen, weil es sich unter anderem auch eines meiner E-Books mit dem Titel Mysterium, Geheimnisse des mystischen Weges, genau mit diesem Thema und diesen Fragestellungen befasst. In diesem E-Book gebe ich dir sozusagen viel Hintergrundwissen über 5 große Basiseinweihungen, die das Leben für jeden von uns immer schon mitbringt. Und wir aber irgendwann im Laufe unserer spirituellen Reise, unseres spirituellen Erlebens tatsächlich Erfahrungen machen, die auf eines dieser 5 Mysterien zurückführen werden, die ich dir in diesem E-Book vorstelle. In diesem Video hier möchte ich dir noch nicht zu viel von deiner eigenen Lektüre dieses E-Books und deiner eigenen Auseinandersetzung mit den großen Geheimnissen des Lebens vorwegnehmen. Ich möchte dir aber wesentliche Hintergrundinformationen darüber geben, was sich denn hinter dem Einweihungsweg in Wahrheit verbirgt, was wir darunter verstehen können und warum dieses Thema gerade auch für dich so spannend und wesentlich sein kann, wenn du es denn zum Ziel hast, deine eigenen spirituellen Fähigkeiten und Talente stärker entfalten zu lernen. Wenn du deinen eigenen geistigen Weg effektiver, schneller, mit mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen, aber vor allem mit mehr Hintergrundinformationen gehen möchtest. Weil Wissen bekanntlich immer auch bis zu einem gewissen Grad Macht ist, ja. Macht aber nicht in einem destruktiven Sinne, sondern vielmehr im Sinne eines fähigkeitssteigernden Potenzials von uns genutzt werden kann. Das bedeutet, je intensiver du dich auch mit den Grundlagen des Einweihungsweges auseinandersetzt, umso effektiver kannst du deinen eigenen geistigen Weg gehen und dadurch dein Leben tatsächlich meistern. Und das ist es, worum es uns in diesen Videos, in diesem Arbeitsbereich der Hohen Feste, im Bereich sozusagen des freien Premium-Contents auch stark geht. So. Prinzipiell haben wir es, wenn wir von dem Einweihungsweg sprechen, ja, nicht mit einem sozusagen homogenen Einweihungsverständnis zu tun. Es gab unterschiedliche Einweihungsbegriffe, die sich im Laufe der Menschheitsgeschichte natürlich herauskristallisiert und herausentwickelt haben, die auch ihren eigenen Anspruch und ihre jeweils eigene Legitimation besitzen. Es gibt also nicht dieses Grundphänomen sozusagen, dass eine Einweihungstradition oder eine Einweihung besser wäre als eine andere. Ganz im Gegenteil, eine Einweihung ist immer ein heiliger Akt. Eine Einweihung ist angesiedelt auf der Ebene des Heiligen und nicht auf der Ebene des Profanen. Wir teilen sozusagen in unserem Wirklichkeitsverständnis mehr oder minder die Wirklichkeit in diese 2 Teilbereiche auf, ja, zwischen Heilig und Profan. Uns ist allerdings bewusst, dass die Dimension des Heiligen in allen Dingen, die uns in der äußeren Weltwirklichkeit begegnen, immer schon am Wirken ist. Es gibt also nichts, das in diesem Sinne nicht geheiligt werden könnte oder nicht prinzipiell schon heilig wäre, denn alle Dinge kommen aus derselben schöpferischen Urquelle heraus und diese Urquelle ist immer heilig, ganz egal auf welche Ebene unserer Existenz sozusagen sie sich eben immer und immer wieder aufs Neue manifestiert. Und alle Dinge, die ins Dasein treten, auch in dieser äußeren Wirklichkeit, die wir sozusagen erleben, kommen immer aus dieser einen wunderbaren Urquelle der wunderbaren und heiligen Schöpferenergie heraus, um die es uns gerade mit unserem vertieften Verständnis des Einweihungsweges in Wahrheit auch geht. Ich hatte schon gesagt, dass es unterschiedliche Einweihungstraditionen gegeben hat. Grundlegend gibt es aber auch ein unterschiedliches Einweihungsverständnis, das sich in unterschiedlichen Wegen dieser Einweihungstraditionen tatsächlich manifestiert hat. Also du kannst dir das Ganze so vorstellen, es gibt sozusagen kulturgeschichtliche Überlieferungssysteme, die eben Einweihungstraditionen hervorgebracht haben, wobei die Einweihungstraditionen immer ein bisschen etwas anderes waren, als das, was sich im größeren Gesamtgefüge dieser kulturellen Entwicklung tatsächlich immer herauskristallisiert hat. Man kann also zum Beispiel die eine ungeteilte Einweihungstradition, die es immer schon gegeben hat und die an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten im Laufe der Menschheitsgeschichte immer schon im Wirken war, nicht künstlich sozusagen aufspalten, indem man sagt, ja, das gehört zu dieser Religion, diese Tradition gehört zu dieser Kultur und so ist das halt.
sondern vielmehr brauchen wir ein anderes Verständnis dieser ganzen Geschichte. Es gibt eine große Einwährungstradition, aus der die Einwährungstraditionen im Plural der Menschheit sozusagen herauskristallisiert worden sind, aus der sie sich herausentwickelt haben. Das dabei stattfindende energetische Geschehen oder auch das Geschehen auf einer höheren Ebene ist noch einmal gesondert davon zu betrachten. Und das ist ja das, was eigentlich das Interessante ist. Die Einwährungstradition ist nichts anderes als eine Tradition, die sich im Wesentlichen in der gedanklichen Arbeit, ja, eine Denktradition sozusagen, ja, die sich aus der Urquelle heraus in diese unsere äußere Weltwirklichkeit hinein manifestiert hat. Und hier hat sie unterschiedliche Formen zu unterschiedlichen Zeiten der Geschichte angenommen. Das konnten beispielsweise eher liturgisch-rituelle Formen sein, das konnten religiöse Formen sein, das konnten andere Formen, systembegründende Formen sein, die beispielsweise dann ganze Kulturen, ganze Lehrtraditionen und Denkgebäude für sich hervorgebracht haben. Aber diese Einwirkungstraditionen sind damit nicht in diesem ihren Sekundärprodukt sozusagen aufgegangen, ja, sondern sie blieben immer als etwas im Hintergrund Stehendes, als eine Art höhere Erkenntnis, ein höheres Schulsystem im Wesentlichen im Hintergrund verborgen. Bis sie im Laufe der Menschheitsgeschichte auch in jüngerer Zeit neu ins Dasein getreten sind und vor allem aber neu ins Bewusstsein viele Menschen gekommen sind. Die Einwirkungstradition hat es also immer schon gegeben. Sie ist kontinuierlich von hochrangigen Eingeweihten weitergegeben worden und erscheint, dass Kräfte am Wirken sind, die im Hintergrund sozusagen auch dieser gesamten Weltwirklichkeit arbeiten, ja, die diese Einwirkungstraditionen immer wieder neu ins Bewusstsein der Menschen heben. So ist es eben auch zu verstehen, dass wir eben zu unterschiedlichen Zeiten des Lebens und zu unterschiedlichen, vor allem kulturellen Kulminationspunkten mehr oder weniger, dieser Traditionen letzten Endes kommen. Und in diesen großen Einweihungstraditionen hat es nun unterschiedliche Einweihungsverständnisse gegeben, sodass es unterschiedliche, in Wirklichkeit unterschiedliche Traditionen, Schulen, Systeme und Möglichkeiten, auch individuell bedingte Möglichkeiten gegeben hat, wie du als Individuum denn zu dieser Einweihung oder diesen Einweihungen kommen konntest, wenn du eben nicht das Glück hattest, hast durch Zufall einem entsprechenden Meister zu begegnen. Nun, diese Geschichte hat nun ein wenig auch schon zu tun mit dem mystischen Verständnis sozusagen des Einweihungsweges. Denn das unterscheidet sich von dem Einweihungsverständnis praktisch der Geheimgesellschaften, wie es sie auch gibt und immer schon gegeben hat, auf eine ganz fundamentale und existenzielle Art und Weise. Von der Warte der modernen Mystik aus, die auch ich in meinen Videos anspreche und deren Lehrsystem ich im Wesentlichen auch vertrete, ist es nämlich so, dass die Einweihungen in die großen Mysterien, die immer nur vom Leben selbst gegeben werden können. Das bedeutet, die Einweihungen, die du in der Meister machen kannst, sind sozusagen immer kleine Einweihungen. Oder Einweihungen, sagen wir es besser, in die kleinen Mysterien. Das, was aber wirklich dahinter steht, diese große existenziellen, fundamentalen Erkenntnisse, die schenkt das Leben als heilige Urkraft dir dann in diesem Moment deines Lebens, wenn du dafür würdig bist, diese Erkenntnis zu machen. Und unsere Arbeit als Schulen, als Lehrtraditionen, als Meister, als Lehrer besteht nun darin, dass wir dir sozusagen als Assistenten mehr oder weniger auf deinem eigenen geistigen Weg zur Verfügung stehen, damit du von uns Bausteine in die Hand bekommst, mit denen du den Tempel deines Lebens sukzessive eigenständig errichten und aufbauen kannst. Und das ist eben dieses spannende mystische Einwirkungsverständnis, das ich persönlich vertrete. Das bedeutet also, ganz unabhängig davon, ob du dich irgendwelchen Schulen angeschlossen hast, ob du in irgendwelchen Traditionen beheimatet bist oder nicht, das Leben selbst ist dein wahrer Lehrer. Das Leben selbst ist der wahre Meister, von dem wir alle unsere Erkenntnisse und unsere Fähigkeiten letzten Endes empfangen. Und deshalb kann auch kein menschliches System, kein menschliches Einwährungssystem, keine spezifische Einwährungstradition sich je über das große Ganze erheben. Ganz im Gegenteil, jeder wahre Eingeweihte wird immer zu einem Diener des großen Ganzen werden. Jeder wahre Eingeweihte wird immer dem höchsten Wohle aller Wesen verpflichtet sein und diesem höchsten Wohle aller Wesen auch dienen wollen. So, und wenn wir nun von Einwährungstraditionen schon oft gesprochen haben, dann stellt sich natürlich die Frage, welche konkreten Einwährungstraditionen gibt es denn oder gab es denn? Und im Wesentlichen können wir in Europa, im Westen, im 21. Jahrhundert einmal zwischen zwei großen Einwährungswegen und Einwährungstraditionen unterscheiden, die uns im Regelfall unmittelbar persönlich betreffen, wenn wir denn mit einem von ihnen schon in Kontakt gekommen sind. Der Hintergrund dieser Geschichte ist der, dass diese Einweihungstraditionen tatsächlich etwas sind wie Meta-Überlieferungen der Menschheit. Das bedeutet also, dass sie einen größeren, aber homogenen Korpus bilden, ja, an existenziellen Grundwahrheiten, die in ihnen weitergegeben werden und in die letzten Endes auch eingeweiht wird. Und diese Grundwahrheiten stehen eben den heiligen Mysterien sozusagen gegenüber,
und sind eben Erkenntnisse, die aus der Beschäftigung mit diesen Mysterien heraus ins Dasein getreten sind. Dabei finden genau genommen energetische, aber auch informationstheoretische Prozesse statt. Es gibt dieses große Einweihungsverständnis, das sich auch in gerade den kultischen Einweihungstraditionen erhalten hat, die praktisch die Einweihung immer mit einem Ritual gleichsetzen. Und das ist nicht ganz falsch, denn auch in unserem eher energetisch definierten Einweihungsverständnis ist es richtig. Es gibt Einweihungen, die bei einem Meister vor Ort, in seiner Schule, in seinem Zentrum, in seiner Praxis stattfinden, sozusagen Echtzeiteinweihungen, ja, wo du praktisch von diesem Lehrer tatsächlich unterwiesen wirst, aber auch eben in seine spezifische Einweihungstradition aufgenommen wirst. Und diese Einweihungen sind tatsächlich sehr, sehr oft mit spezifischen Ritualen verbunden. Gerade bei uns im traditionellen Usereki, in das ich selbst als Schüler aufgenommen worden bin, nämlich mittlerweile den dritten Grad, also eigentlich den Meistergrad mehr oder weniger schon innehabe, ist es eben so, dass es einen spezifischen sozusagen Kontext, ja, an Ritualen, an liturgischen Einweihungsbausteinen sozusagen gibt, ja, und wie der konkrete Meister, der die Einweihung vornimmt, die jetzt aber zusammenstellt, ja, ist mehr oder weniger diesem Meister sozusagen anheimgestellt, ja. Natürlich gibt es ganz strikte Vorgaben, mehr oder minder, ja, wie denn jetzt konkret eingeweiht werden kann und wie genau der ungefähre Ablauf einer Einweihung sozusagen ist, ja. Aber letztendlich, wie dieser Meister diese geistige Arbeit, aber auch den Unterricht seiner Schüler konkret ausgestaltet, das bleibt eben seiner eigenen, sozusagen, seinem eigenen Ermessen, letzten Endes anheimgestellt, ja. Das traditionelle Usereki, aus dem ich selbst stamme, ist dabei ein sehr wunderschönes Lehrsystem, weil es einerseits die persönliche Freiheit des Anwenders sehr stark in den Vordergrund stellt, andererseits aber auch dieses gewisse Set sozusagen an Arbeitsmethoden, an Methodiken beinhaltet, ja, mit denen die Meister dann eben arbeiten können. Aber das ist eigentlich dann schon wieder das eingeweihte Wissen, das ich dir in diesem Video noch nicht so ganz eng aufschlüsseln möchte, zumindest das, was mein eigenes Schulsystem, dem ich auch verpflichtet bin, sozusagen betrifft. Ich möchte dir hier vielmehr einen allgemeinen Überblick über die Einweihungstraditionen der Menschheit und den Einweihungsweg an sich geben. Wobei das unglaublich umfassende Themen sind und man theoretisch über beide ewig lang Vorträge halten könnte. Ja? Denn ich glaube, dass ein Menschenleben gar nicht dazu ausreicht, diese unterschiedlichen Traditionen oder auch nur den Einweihungsweg tatsächlich hinreichend sozusagen zu ermessen, ja, dass man ein umfassendes, gigantisches Verständnis dieses wunderbaren, riesigen Lehrsystems und dieser wunderbaren, geistigen, spirituellen Phänomene, die letztendlich dahinter stehen und haben kann. Es dauert wahrscheinlich mehrere Leben, bis man tatsächlich so weit ist, dass man jetzt sagen kann, okay, man ist diesen Einweihungsweg jetzt gegangen, so bewusst gegangen, dass man eben, ja, und das ist aber schon ein wesentlicher Punkt, ja, ihn in seinen unterschiedlichen Gestalten überall und zu jeder Zeit immer wieder erkennt. Ja. Denn das ist eben das, was den Eingeweihten von Nicht-Eingeweihten unterscheidet. Er erkennt den Einweihungsweg, dem er folgt, dem er sich sozusagen auch verpflichtet hat und der ihm in unterschiedlichen Gestalten immer und immer wieder von sich aus dem Leben selbst heraus dynamisch begegnet und gegenübertritt und ihn dann sozusagen immer wieder auch darauf vorbereitet, schon wieder auf die für ihn jetzt relevante nächste Stufe zu kommen. Denn der Einweihungsweg ist in diesem Leben wahrscheinlich nie abgeschlossen. Er ist immer nur eine Vorbereitung sozusagen dafür, für das, was danach kommt. Und jedes Level mehr oder weniger, das du dir freispielst, ja, bringt unterschiedliche Fähigkeiten, aber auch unterschiedliche Themen mit sich, die der Eingeweihte eben auf die für dieses Thema adäquate Art und Weise angehen und bearbeiten kann. Das kommt ursprünglich auch aus den eher religiösen Einweihungstraditionen aus der Antike heraus. Und da kommen wir jetzt endlich zu diesem großen ersten Überthema, ja, dem ich diesen Vortrag sozusagen eigentlich schon anheimstellen wollte. Ja. Es gibt tatsächlich eine große westliche Einweihungstradition, die sich aber wieder aus unterschiedlichen Einweihungstraditionen in einem historischen Prozess herausentwickelt hat, beziehungsweise auch in diesen hinein entwickelt hat. Denn nach unserem eingeweihten Verständnis läuft die Zeit etwas anders ab, als es den meisten Menschen auf den ersten Blick scheint. Die Zeit ist weniger wie eine Gerade, die von einem Punkt immer nur unweigerlich zu einem anderen Punkt führen würde, sondern sie ist vielmehr etwas wie eine fraktalartig ineinander geschachtelte Spirale und die in unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Qualitäten, unterschiedliche Ausprägungsstufen annehmen kann. Ja. Und die Zeit ist dabei auch, hat auch noch eine stark individuelle Dimension. Das heißt, deine subjektive Zeitwahrnehmung und meine subjektive Zeitwahrnehmung oder auch die unterschiedlichen Zeiten und Zeitstufen, in denen wir tatsächlich angesiedelt sind, können tatsächlich stark variieren, obwohl wir uns auf dieser Ebene in Zeit und Raum eben auch begegnen können. Ja. Dazu aber wahrscheinlich an anderer Stelle mehr.
Denn das eingeweihte Verständnis des Phänomens der Zeit ist zwar auch unglaublich interessant und unglaublich komplex, ist aber nicht Gegenstand sozusagen dieses kurzen Impulsvortrags. Und in der Antike gab es also unterschiedliche Eingangstraditionen, die sich teils aus unterschiedlichen Religionen entweder abgeleitet haben oder aber, was wir eher annehmen, zur Gründung dieser unterschiedlichen Religionen beigetragen haben und die dann im Laufe ihrer geistesgeschichtlichen Entwicklung stark mit begleitet haben. Und hier siehst du eben, es gibt diese zwei Level mehr oder weniger von Verständnis auch von religiösen und heiligen Lehren und Überlieferungen der Menschheitsgeschichte. Viele, wenn sie anfangen, sich beispielsweise mit einer angewandten Spiritualität zu befassen, machen zunächst einmal einen großen Denkfehler, indem sie sagen, gut, okay, ich habe hier also die konkrete geistige spirituelle Arbeit kennengelernt, jetzt ist alles andere schlecht. Ne? Und es geht aber genauso religiösen Leuten, die eben in eine große Überlieferung hineinkommen, sie lernen ihr Lehrsystem kennen, machen dann energetische Wahrnehmungen, sagen, hey, das funktioniert ja wirklich und machen jetzt aber den Trugschluss, deshalb ist alles andere falsch. Das stimmt eben nicht. Ne? Die Wahrheit kommuniziert auf unterschiedliche Weisen mit all jenen, die bereit und würdig dafür sind, ihre Schüler zu werden. Und diese Schüler werden nun eben angesprochen durch beispielsweise religiöse Überlieferungen. Dabei entsteht von der eingeweihten Warte aus nicht die religiöse Überlieferung im Vordergrund, sondern die religiöse Überlieferung ist lediglich das Gefäß, mehr oder weniger, mit dem das, der eigentliche Wissenskern, das, was eigentlich hinter der Einweihung steht oder hinter dem religiösen oder hinter dem offensichtlichen Verborgen auf uns wartet, das ist es, was erkannt werden will. Hier sind beispielsweise religiöse Überlieferungen, aber auch Märchen, Mythen und Legenden eine brauchbare Form, die mystische Überlieferungen an oder mystische Rede, auch eingeweihten Lehre annehmen konnte. Sie ging dabei in diesem religiösen Lehrsystem nicht auf, sondern ist immer als etwas Eigenständiges zu betrachten. Aber sie konnte ihre Erkenntnisse, ihre Positionen und eben diese Fähigkeiten der gelebten Geisteskraft dem Anwender tatsächlich in religiösen Systemen kodiert überliefern, damit diese auch von einfachen Menschen im Mittelalter oder zu anderen, eher weniger sozusagen, wie soll man ausdrücken, zivilisierten Zeiten unserer Tage sozusagen eben auch übernommen werden konnten. Ja? Und das Interessante bei dieser Geschichte ist eben, dass es dann auch zu religiösen, also einem eigenständigen praktisch, einem eigenständigen Lebenszyklus der Religionen gekommen ist, die sich aber wieder vom eingeweihten Wissen stark entfernen konnten und dann tatsächlich auf einer Zwischenebene zwischen dem Heiligen und zwischen dem Profanen angesiedelt gewesen sind. Ja. Es gab also in der Antike aus Religionen eigentlich herauskommend oder die Religionen eben begründen habende Einweihungstraditionen, die sich in unterschiedlichen geografischen Ländern, geografischen Regionen ausgeprägt haben. Sehr, sehr bekannt bei uns sind eben sowohl die afrosemitische Einweihungstradition als auch eigentlich die hellenistisch-römische. Und was es damit auf sich hat, will ich dir in diesem Video eben eigentlich kurz erklären. Praktisch ist das, was wir heute als westliche Einweihungstradition kennen, ja, sehr, sehr stark abgeleitet sowohl aus den Lehren der antiken ägyptischen Eingeweihten als auch aus den Lehren der jüdischen hochrangigen Eingeweihten, wie eben dann die tatsächlich dann eben die Kabbalah als eigenständige jüdische Einweihungstradition, also semitische Einweihungstradition übernommen haben. Gleichzeitig aber, ja, hat sich eben im Mittelmeerraum dieses alte Eingeweihtenwissen aus Ägypten auch im hellenistisch-römischen Reich mit eben hellenistischen Raum und römischen Reich, eben auch mit den dort ansässigen Einweihungstraditionen verbunden. Und so kam es dann dazu, dass sich im Mittelmeerraum tatsächlich die sogenannten Mysterienkulte herauskristallisiert hatten. Die Mysterienkulte waren dabei allerdings eine Mischform aus Einweihungstraditionen mit religiösen Phänomenen und haben eben eigentlich eigene subreligiöse Formen mehr oder weniger angenommen. Die große mystische Einweihungstradition, die da allerdings im Hintergrund gestanden ist, hat er sich eben unterschiedlicher kultureller Überlieferungen bedient. Sie ist eigentlich gleichberechtigt, gleichbedeutend mit der wesentlich bekannteren Gnosis, ja, gewesen. Wobei die Gnosis an sich ja schon ein sehr starkes, sehr erhabenes Lehrsystem auch gewesen ist, das wieder eine eigene geschichtliche Entwicklung, eine eigene Rezeption im Laufe der Geschichte der Menschheit erfahren hat. Und so kommt es eben dazu, dass sich in diesem Mittelmeerbereich mehr oder weniger diese vier unterschiedlichen Einweihungstraditionen zu einer größeren Ganzen verschmolzen haben. Bloß diese hat sich im weiteren Verlauf der Geschichte ebenso mit der indogermanischen Einweihungstradition verschmolzen. Und jetzt haben wir also im Westen bei uns diese vier bis sechs großen, wenn nicht sogar sieben oder noch mehr, ja, großen Einweihungs-Überlieferungssysteme, Traditionen, ja, die sich eben aus der Geschichte der Menschheit heraus entwickelt haben und die sich aber wieder zu unterschiedlichen Seiten der Geschichte auf unterschiedliche Art und Weisen miteinander verbunden haben. Jetzt haben wir daraus sozusagen im Laufe der Geschichte der Menschheit dann diese westliche Einweihungstradition herausbegründet und geschaffen.
Die interessante Geschichte dabei ist nun eben wieder, ja, dass du, egal sozusagen auf welchem Punkt deiner geistigen Reise, in welches Sub-Einwährungssystem, ja, du mehr oder weniger einsteigst, ja, oder eintrittst, ja, so wie du würdig bist, diesen Weg zu gehen und zu beschreiten, ist es tatsächlich so, dass du viel mehr in einen heiligen Tempel mehr oder weniger des Heiligen eintrittst. Ja. Und dieser heilige Tempel ist nichts anderes als diese äußere Welt Wirklichkeit, wie wir sie eben erleben, aber eben auf einer anderen, auf einer intensiveren Qualität. Und das bedeutet es, wenn Eingeweihte davon sprechen, dass Zeit und Raum transzendiert wird. Das nicht alleine, aber das ist eine sehr wesentliche Bedeutung dessen. Ja. Dass dir auf einmal alle Dinge zum absoluten Heiligtum werden und du überall den hinter den Dingen verborgen wirkenden Sinn, den hinter allen Dingen verborgen wirkenden Logos, den hinter allen Dingen verborgen wirkenden Schöpfer letzten Endes auf die eine oder andere Art und Weise zu erkennen, lernst und dadurch das Leben auf einer unglaublich viel tieferen, subtileren Art und Weise verstehen lernst, deinen Weg zu gehen lernst dir und dadurch dein Leben auch wesentlich stärker genießen kannst. Das ist also, wozu ich dich ganz herzlich einladen möchte. Ja. So, mit dem Blick nochmal auf die unterschiedlichen Einwährungsverständnisse, ja, wollte ich nämlich eigentlich in diesem Video ganz was anderes noch näher bringen. Ja. Nämlich diese unterschiedlichen Einwährungsverständnisse, ja, sowohl der rituellen Einweihungen, als auch beispielsweise abstrakter Einweihungen, die eben vom Leben selbst dir geschehen, dir sozusagen zukommen können. Ja. Dies sind eben die Einweihungen, die großen Mysterien. Und hier müssen wir nochmal unterscheiden, die Einweihung nicht nur in die kleinen und großen Mysterien, sondern auch die Einweihung, das ist ein wesentlicher Unterschied, in große oder kleine Energiesysteme. Diese energetischen Einweihungen sind Einweihungen eigener Art, ja. Und die haben es zum Beispiel zum Inhalt und zum Ziel, ja, dir auch jeweils eine spezifische Fähigkeit mitzugeben und aufzuschließen, die du ohne diese Einweihung zwar durch jahrelange Übung auch lernen könntest, aber darauf eben einen sehr, sehr langen Weg sozusagen des Lernens und der Erkenntnis zurücklegen musst. Und die Einwährung macht nur nichts anderes, als dass sie etwas ist wie ein spirituelles Update. Ja. Dass du dir sozusagen dein System spielen lassen kannst und das dich eben schneller in diesem Bereich auf die nächste Stufe bringt. Und das ist eben auch ein sehr wesentlicher Punkt, ja, der in westlichen Einwährungssystemen, gerade im Bereich der Lichtarbeit, aber auch der freien Energiearbeit, der Humanenergetik sozusagen, sich einer wachsenden Beliebtheit erfreut und in den nächsten Jahren auch immer bedeutsamer für uns werden wird. Denn es gibt so viele unterschiedliche Energiesysteme, in die du dich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes einweihen lassen kannst, ja, dass sich auf jeden Fall für jeden Bedarf das richtige Energiesystem findet, das Meister erdacht, erfunden und erschaffen haben, damit wir eben mit diesen Systemen arbeiten können, um brauchbare Hilfen auf unserem eigenen geistigen Weg zu erhalten und mit diesen Hilfen schneller und einfacher auf unserem eigenen geistigen Weg vorwärts zu kommen. So, das war es dann im Wesentlichen auch schon wieder. Das war jetzt praktisch halt die kleine Metatheorie der unterschiedlichen Einwährungstraditionen und Einwährungssysteme, mit denen wir in der westlichen Einwährungstradition sehr, sehr stark konfrontiert werden. Ich hoffe, ich konnte dir also mit diesem kleinen Input auf dieser Ebene ein wenig weiterhelfen. Hey, wenn dich das Thema interessiert, besuch mich unbedingt auf den Seiten der Hohen Feste, deiner Mystischen Academy. Besorg dir unter Umständen mein E-Book Mysterion, Geheimnisse des mystischen Weges. Es gibt es momentan, glaube ich, auch zu einem ermäßigten Einführungspreis, ja, ist es erhältlich. Du findest den Link zu diesem E-Book entweder oberhalb oder unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Klick einfach auf diesen Link und sichere dir, ja, diese wesentlichen Hintergrundinformationen über die kleinen Mysterien, die ich dir in diesem E-Book schildere, damit auch du sozusagen in die Lage versetzt wirst, schneller und effektiver den nächsten Schritt auf deiner persönlichen Lebensreise, der spirituellen Reise deines Lebens treffen zu können. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, entweder im E-Book oder in den heiligen Hallen der Hohen Feste deiner Mystischen Academy. In diesem Sinne, alles Gute und ciao dabei!